Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Runde Let's Play Terrasology. In der letzten Folge haben wir hier nichts gemacht. Wir haben hier unseren Garten eingeebnet. Warum ist denn hier noch so ein Loch? Ah, das müssen wir glaube ich dicht machen. Und ich habe mir gedacht, ja, jetzt müsste man diese schöne Fläche aber auch mal bebauen. Und genau das möchte ich machen. Aber jetzt, wo wir hier gerade, ja, das, oder will ich jetzt, ja, ich fange mal eben an, das dicht zu machen. Hat ja keiner was dagegen, oder? Wenn doch, dann bitte melden. Gut, hat keiner was dagegen. So, 11? Achso, dann hatte ich noch was von dem Zeugs. Hätte ja auch mal in mein Inventar gucken können, aber nein. Der feine Herr Let's Player weiß das ja wieder besser. Ja, und alle. Inventar, da. Da ist the grass. So, dann hier mal eben dicht schmeißen oder vielleicht nur mal eben hier diese Reihe. Was mache ich ja eigentlich? Das ging doch irgendwie auch viel schneller, cooler. So, zack, zack, zack. Na, zack, 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 zack. Ja, siehst du, ach, das geht ja wieder so schnell. Machen wir mal eben. Und dann bauen wir uns hier ein neues, schickes Häuschen in den Garten. Für das Fußvolk, das wir noch aus irgendwelchen Ländern her versklaven müssen. Damit wir hier Bedienstete haben, damit wir nichts mehr selber machen müssen. Was für ein Spaß. So. Das geht ja relativ fix. Fixi, fixi. Ne, der war schlecht. So. Ja, ach komm, ich mach das hier mal so klipp, klipp, klipp. Oh, schon wieder alle so ein Stack. Das geht aber auch schnell. Was ist dirt, 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 dirt. Grass. Hello, grass. So, was ist denn so dunkel hier? Und jetzt fällt mir doch gerade ein, wir spielen seit jetzt eben gerade, seit dieser Folge mit der Version 677, ist das 607? Ich glaube ja. Naja, die neue Unstable auf jeden Fall, finde ich ziemlich cool. Hüpp, nein. So. Aber schnell dunkel hier, ne? Wir müssen, wahrscheinlich leben wir hier in Äquatornähe. Wir können ja vielleicht mal 5000 Kilometer nach Norden oder Süden wandern und da neu anfangen. Damit der Sonnenauf- sowie Sonnenuntergang ein bisschen dezenter vonstatten geht. Da ist Gras auf dem Boden, das sieht ein bisschen schäbig aus, ne? Da könnte man doch eigentlich mal, Dings, hier Kies reinpacken, oder? Wie ist das denn? Das ist voll die gute Idee, glaube ich. Haben wir Kies da? Nö, ne? Dann schnappe ich mir das mal eben hier so weg. Wie sieht denn der jetzt aus? Gravel. Da ist er ja. Da. Nein? Was will ich denn da machen? Den Kobbel können wir mal eben weg kurz. So, und dann haben wir hier das Zeugs. Mache ich jetzt eigentlich das Wasser kaputt oder mache ich... Nee, läuft. Läuft. Huh? Ja. So kann's gehen. Warum leuchtet denn das hier immer so, wenn ich was kaputt hau? Ja, okay. Das sieht man aber gerade mal echt so schlecht, dass ich mir überlege, das mit der Fackel zu machen, die ich natürlich nicht besitze. Wie sollte es anders sein? Nein, hier raus, tschüss, Fackel, so. Ach, guten Tag, da ist ja der entflohene Häftling. War der die ganze Zeit hier drinne? Ich hab dich schon gesucht. Komm raus. Wahrscheinlich kannst du nicht, weil das Wasser hier so zäh ist. Ups. Naja, egal. Mach du, Mann, solange du mir hier nicht absäufst, passt das? Ups, Alter, ey. Hat der mir mit seinem Speer wohin gestochen, dass ich hier rausgesprungen bin? Mein lieber Freund. Pass bloß auf. Hat der mir mit seinem Speer wohin gestochen? Das hört sich auch ein bisschen merkwürdig an, ne? Kann ich das nochmal zurücknehmen? So, dann haben wir hier auch gleich... Den, hier ist auch noch einer, den Teich. Fertig. Eigentlich hätte ich es lieber, wenn der Kollege...
Was macht der denn mit mir? Ist aber nicht nett. Ja, hast du jetzt, so. So, Gravel. Ich sehe nichts, weg da. Na! Alter, lass mir mal in Ruhe. Da muss ich auch noch einen, ne? So. Los, raus da. Kollege, was machst du? Jetzt ist er weg. So, jetzt. Ja, dann hast du es auch nicht anders verdient, als hier weg zu ertrinken. Was ist hier? Habe ich da jetzt was? War hier kein Wasser drin? Kann ich ja gleich noch reinmachen. Ich glaube, mit Kies sieht das alles ein bisschen besser aus. Alter, machst du das mit Absicht? Typ, geh mal weg da. Ich kann so nicht arbeiten. Freundchen? Hör mal. Komm mal klar, ey. Hier fehlt schon wieder so ein Wasser. Hier? Ja. Hä? Sieht ein bisschen merkwürdig aus. Gut, ich habe ja gerade ganz zufällig ein Schwimmbad auf Tasch. Vielleicht war das Problem ja auch, dass wir hier unten, dass wir das Wasser untergraben haben. Oder ist es jetzt, nee, ist nicht heile. Ja, dann brauche ich mal eben gerade Wasser. Jetzt kann auch das Zeug weg. Wasser. Nein. Water. Ja, das ist der Vorteil, wenn man Englisch kann. Ach, siehste. Nee. Sag nicht, das hat jetzt irgendwie Fließeigenschaften, obwohl bei der Lava habe ich das schon mal gesehen. Oder war das schon vorher so und ich habe nicht aufgepasst? Das muss ich ja mal gerade. Wo kann man denn hier mal eben wassern? Ich mache das mal woanders. Ich habe gerade so ein bisschen die Befürchtung, dass wir das nicht mehr wegmachen können, das Wasser dann. Tageslicht einmal bitte. So. Lass uns doch mal hier Wasser hinpacken. Ach, guck an. Fließt es auch nach unten? Nö. Wie cool ist das denn? Das ist mir neu. Jetzt haben wir hier einen Wasserfall. Das ist ja lustig. Ich schwimme nochmal runter. Cool. Und man kann eigentlich auch ganz cool nach oben schwimmen. Ja. Oh, das ist noch ein Loch. Noch eins? Sag mal, bist du das hier? Wo bist du? Spacki. Der macht mir das hier kaputt. Weg da. Hau ab. Jetzt muss ich das einzäunen. Du Blödwurst. Raus da. Raus da. Raus. Naja, dann mach dein Ding. Komischer Typ. So. Ja, jetzt wollen wir endlich mal hier anfangen. Ey, echt, ey. So. Ja, wie passt das denn? Also das hier ist ja wohl noch der königliche Garten. Da hat kein verdammtes Haus des Fußvolkes rumzuhängen. Ja, hier Schatten. Diese Riesenbäume, die machen mich auch ein bisschen fertig. Ja, wäre ja auch ganz cool, wenn man aus dem Haus dann das Haus angucken könnte. Gut, lass uns anfangen. Wie soll das Ganze denn aussehen? Möglichst nicht so ähnlich wie das hier. Okay, dann ich sortiere mal da ein bisschen rum, mein Inventar. Wasser kann erstmal weg. Diese Stämme kann man wohl gebrauchen. Wie machen wir das? Vielleicht so als Basis irgendwas Steinmäßiges. Wollen wir da mal einen normalen Stein nehmen? Hier haben wir noch Planks. Da wäre aber ein ganzer Stack irgendwie cooler. Glas ist gut. Gras brauchen wir gerade nicht. Auch kein Dirt. Stufen, okay. Hier haben wir noch ein bisschen Kobbel. Wie sieht denn das aus? Kann man da so das Fundament aus normalem Stein machen?
Oder lieber aus Kobbel? Vielleicht wäre das aber auch ein bisschen zu hoch. Ja, schwierig, schwierig, schwierig. Vielleicht fange ich mal einfach mit diesen Stämmen an. Da habe ich es ja auch... Die habe ich ja so wirklich gar nicht irgendwo eingebaut. So als Eckpfeiler. Das kann man dann ja jetzt mal machen. Wie passt denn das Haus hier mal schön hin? Welches ist denn die Giebelseite? Oder wir ziehen aus der, also wie heißt denn das, aus der Nicht-Giebelseite nachher ein Giebel raus. Das wäre ja vielleicht auch ganz cool. Dann würde ich mal sagen, geht das Haus bis vielleicht hier die hintere Ecke? Hier so? Da vielleicht eine Ecke? Und ja, hier vielleicht eine Ecke? Das könnte die lange Seite, obwohl dafür ist es ein bisschen kurz, ne? Machen wir doch erstmal so einen normalen Grundriss. Ich hole dich mal eben wieder weg hier. So vielleicht? Über Eck gebaut haben wir das Haus ja schon, ne? Das ist ganz schön hässlich. Vielleicht fällt mir da demnächst mal aus Versehen Dynamit rein. Muss mal schauen. So. Giebelseite. Wie breit wollen wir das denn haben? Oh, wir müssen jetzt schon mal drauf achten. Was brauchte ich? Eine gerade Anzahl. Also 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Das ist schon ganz schön groß, ne? Das ist vielleicht ein bisschen viel. Naja, wird dann halt mal auch ein großes Haus. Ist ja jetzt nicht so schlimm. Allerdings, wenn wir da noch was rausziehen wollen, so eine Giebelseite aus der Längsseite raus, ist das vielleicht ein bisschen übertrieben. Dann würde ich sagen, machen wir es einfach mal hier. Da, nein, da. So, da und da. Das sieht richtig aus. Zäng und wieder der schlagartige Sonnenaufgang. Wo ist denn Sonne? Hallo? Wo kamen die denn jetzt hier runtergewuchtet? Also wenn ich hier im Sonnenschein stehe, dann müsste ich doch die Sonne sehen können. Oder trübt mich mein physikalisches Verständnis da jetzt? Naja, egal. So, dann machen wir da doch mal eben so ein Raufsemmeln. Das sollten wir jetzt nochmal überprüfen von weiter weg. Nicht, dass das hier einfach unfassbar zu groß wird. Nö. Das kann man mal machen. Könnte ganz cool werden. Dann würde ich sagen, eine Basis aus Stein, das haben wir da auch nicht gemacht. Das finde ich ja ganz cool gerade. Dann würde ich mal empfehlen, ja, oder soll man das lieber nicht machen? So eine Basis aus Stein und den Rest dann aus Holz? Ist das vielleicht schon zu übertrieben? Naja, aber zu viel Holz ist nachher auch wieder blöd. Das sieht ja nicht aus. Wir versuchen das mal. Und wenn wir die unterste Ebene nachher noch ändern müssen, ja Gott, dann ist das halt so. Dann kann man Jungs machen. So. Das geht ja fix. Wenn das mal in echt auch so gehen würde. Ups. Na, so. Ja, ich weiß, ich habe die Batman-Axt von Mr. Barsack. Aber ich bin zu stolz, sie zu benutzen. Nee, Quatsch. So. Ich glaube, da kann man jetzt ganz gut Holz. Ja. Eventuell sollten wir eine Tür mit einbauen. Das könnte eine gute Idee sein. Nein. Na. So, dann hier hinten noch. Oh, das habe ich ja hier professionell gelöst, war aber eigentlich Zufall. Okay, dann kommt hier noch auf jeden Fall... Ja, die Decke wird auf jeden Fall 3 hoch. Und die... Also 3 unter der Decke und der vierte ist dann die Decke. Nein, nicht der vierte, der andere. So, zack, zack und zack, zack. So, mein Lieber... Dann können wir hier noch eine Schicht
Holz. Und dann überlege ich gerade, ob ich da irgendwie was so akzentmäßig die vierte Schicht dann wieder was anderes mache. Ja gut, ist ja jetzt erstmal gerade nicht so wild, wenn man das nicht sofort macht. Na, hopp. So. Nein. So. Da ein, da ein. Na, das geht nicht so gut. So. Dann hätten wir das. Dann kann man sich vielleicht ja schon mal überlegen, wo wollen wir die Tür hinhaben? Ganz wichtig. Fenster danach, aber erstmal die Tür. Vielleicht. Ich muss mir jetzt gerade mal überlegen, möchte ich hier vorne noch so eine Giebelseite irgendwie rausziehen? Oder vielleicht sogar zwei am Anfang und am Ende? Das ist eine gute Frage. Ja, eine sehr gute Frage. Also gedacht habe ich mir das so, dass das Ding hier, ne, das ist das Haus, was da jetzt steht. Und mittig kommt dann so eine Giebelseite da raus. Wäre das machbar oder würde das überhaupt gut aussehen? Oh, das kann man ja so als Eingangsbereich machen, oder? Oder eben vorne mit zwei Giebeln. Allerdings würde mich das dann doch sehr an ein anderes gewisses Minecraft-Haus erinnern, das es bereits gibt. Und jetzt nur einmal um Eck möchte ich jetzt gar nicht machen, weil das haben wir da schon gemacht. Das wäre nämlich meine erste Idee eigentlich gewesen. Ach komm, wir machen jetzt einfach mal in der Mitte ein so ein Teil. Wo gibt's denn überhaupt eine Mitte? Oh, das sieht ja schon wieder fantastisch aus. 1, 2, 3, 4, 5, 6 Holz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Holz. Mahlzeit.